Hier ein schon recht komplex anmutendes Beispiel, das allerdings nach einigen geometrischen Überlegungen gar nicht mehr so kompliziert ist. Eine geneigte Platte bewegt sich mit konstanter Geschwindigkeit v nach links. An ihrer Vorderseite lehnt eine Stange, welche in c eingeklemmt ist. Zu bestimmen ist nun Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung dieser Stange. Also eine Platte, die Platte bitte hat einen fixen Neigungswinkel phi, also diese Platte da, die wird nach vorgeschoben, nach links geschoben mit der Geschwindigkeit v und der Winkel da ändert sich nicht. Was sich allerdings ändern muss, wenn da die Stange dran liegt und hier eingeklemmt ist in c, ist der Winkel Theta da natürlich. Die stellt sie auf, je weiter die Platte nach links kommt. Das heißt, alles allgemein, wie kriegt man die Winkelgeschwindigkeit und Winkelbeschleunigung, also die Änderung des Winkels Theta über die Zeit in dem Gesamtsystem, wenn man nur die Geschwindigkeit v von der Platte kennt, die da daherkommt, und die Geometrie. Also ich zeichne einmal ein Koordinatensystem ein, x und y, dann ist Theta positiv. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ist jetzt die Frage, die Winkel, nämlich den Winkel Theta, in Zusammenhang zu bringen mit der Geschwindigkeit v? Das ist ja das, was wir wollen. Es gibt auf jeden Fall ein Dreieck da drinnen, oder? Das da ist ja offensichtlich ein Dreieck. Ist kein rechtwinkliges, ja. Es sind nicht immer alles rechtwinklige Dreiecke. Aber Dreiecke sind trotzdem schön, auch wenn nicht rechtwinklig, weil mit denen kann man was anfangen. Nämlich zum Beispiel Sinussatz, Kosinussatz, solche Sachen. Also analytische Überlegungen, wie die einzelnen Winkel mit den Seitenlängen zusammenhängen. Und die Seitenlänge hängt ja irgendwie auch mit V zusammen, nämlich die Änderung der Seitenlänge der einen horizontalen ist ja genau V. So kann man einen Zusammenhang reinbringen. Ja? Also wenn wir die Länge da unten als x bezeichnen, unsere x-Koordinate im Dreieck, oben das ist eh L, und die andere, die braucht man eigentlich nicht. Dann braucht man sich nur noch überlegen, wie schauen die Winkel aus. Was ist der Winkel da zum Beispiel und was ist der Winkel? Welcher ist der einfachere? Der ist sicher der einfachere, oder? Der ist Pi minus Phi, würde ich behaupten. Und wie groß ist der da? Den nenne ich jetzt einmal Gamma. Pi minus Theta, ja, minus Pi minus Phi. Genau. Also Phi minus Theta. Weil die Pis kürzen sie weg. Ja, genau. Der ist Phi minus Theta, den kennen wir auch. Und wie schaut jetzt der Sinussatz aus? Machen wir A, B, C. Und die Winkel Alpha, Beta, Gamma definiert man typischerweise als die gegenüberliegenden zu den Seiten. Dann ist der Sinussatz was? Seite durch Sinus von irgendeinem Winkel, nämlich dem gegenüberliegenden, ist gleich eine andere Seite durch den Sinus von dem gegenüberliegenden von der anderen Seite und so weiter. Also A durch Sinus Alpha ist B durch Sinus Beta ist C durch Sinus Gamma. Ja, aber wenn das so ist, dann ist ja schon ein Zusammenhang gegeben zwischen zum Beispiel dem X und dem Gamma und dem L beispielsweise und dem Pi minus Phi. L kennen wir, L ist konstant, x ändert sich mit v. Wenn wir die als Sinussatz aufschreiben, als Gleichung und dann beide Seiten ableiten, dann haben wir v drinnen in der Gleichung und Theta. Und Theta-Punkt auch noch. Super. Genau das, was wir wollen.
Also wenden wir den Sinussatz an. Ich nehme x, das brauchen wir auf jeden Fall, durch Sinus Gamma, und Gamma setzen wir gleich ein als Phi minus Theta, muss sein Länge L, weil die kennen wir, durch Sinus von dem Winkel unten bei A, nämlich Pi minus Phi. So. Und nachdem Phi ja konstant ist, passiert da beim Ableiten auf der rechten Seite nicht besonders viel. Und wir leiten uns einfach die anderen Terme ab. Ich forme es allerdings zuerst ein bisschen um, damit x auf der einen Seite steht, sodass wir haben x ist L mal Sinus Phi minus Theta durch Sinus Pi minus Phi. Und noch was können wir machen. Der Sinus Pi minus Phi ist der Sinus von Phi. Das kann man dann da unten einsetzen und haben hier was, was dann schon schön einfach wird. Sinus Phi minus Theta durch Sinus Phi mal L. Phi ist konstant, nur Theta braucht man nach der Zeit ableiten. Machen wir das. Links wird einfach x-Punkt aus dem x, linke und rechte Seite, Zeit abgeleitet. Und rechts wird ein L durch Sinus Phi, das bleibt stehen, als Vorfaktor. Und der Sinus von Phi minus Theta wird der Cosinus von Phi minus Theta. Und die innere Ableitung ist was von dem Ding? Nach der Zeit? Minus Theta-Punkt. Phi ist konstant. Also wird Omega, was ja Theta-Punkt ist, umgeformt. X-Punkt Sinus Phi. Minus haben wir da noch, vom Minus Theta-Punkt, durch L Cosinus Phi minus Theta. Und jetzt ist das Schöne, dass ja X-Punkt gleich Minus V ist wieder, weil V in die negative X-Richtung zeigt, und damit kürzt sie das Minus in den Bruch weg. Und wir haben ein Omega von V mal Sinus Phi durch L Cosinus Phi minus Theta. So, erster Zusammenhang. Winkelgeschwindigkeit ist erledigt. Und genau das Gleiche machen wir jetzt für die Beschleunigung. Das X-Punkt noch einmal abgeleitet, liefert einfach ein X2-Punkt. Und wir gehen vielleicht da in die Gleichung, nehmen allerdings das Minus vom Theta-Punkt noch vor, dass wir da gleich was Sinnvolles kriegen und uns nicht mit dem Minus in der Klammer noch extra herumschlagen müssen. Also wieder L durch Sinus Phi bleibt ja bestehen, und zwar Minus L durch Sinus Phi. Das Theta-Punkt gibt es auch natürlich noch, das schreiben wir da hinten her. Und der Cosinus abgeleitet ist einmal Sinus Phi minus Theta, und dann haben wir aber noch einmal die Zeitableitung vom Theta, das wird wieder ein Minus Theta-Punkt. Also da ein Plus und da ein Quadrat. Sinus Phi minus Theta durch Sinus Phi L Theta-Punkt Quadrat. Genau. Das war jetzt sozusagen der erste Streich der Ableitung, nämlich die Winkelfunktion, so wie es da oben gestanden ist. Und das zweite ist, das Theta-Punkt noch einmal ableiten, dann kommt wieder das Alpha rein. Das ist dann, bleibt dann ein Minus, und dann nehme ich das, ja, schreiben wir es gleich her, L durch Sinus Phi, dann bleibt natürlich der Cosinus von Phi minus Theta stehen, und Theta 2 Punkt für die zweite Ableitung von Theta. Und das Minus haben wir schon vor den Bruch gezogen.
Also ist, wenn wir jetzt entsprechend einsetzen, steht eigentlich eh alles richtig da, Theta-Punkt Omega und Theta-2-Punkt Alpha einsetzen, X2-Punkt, was ist das eigentlich? Ah ja, aber was ist A? Mit konstanter Geschwindigkeit. A ist 0. X2-Punkt ist 0. Das macht es einfacher. Das heißt, wir können einfach die beiden eigentlich gleichsetzen, kann man sagen. Also wir schreiben es einmal hin. 0 ist dann minus Sinus Phi minus Theta L Omega Quadrat. Ah, ja, da oben. Minus Sinus. Cosinus ist minus Sinus. Haben wir falsch abgeleitet. Hat eh keiner gemerkt. Ich habe ein Minus vergessen, vorher beim Ableiten. Also das Minus vom Minus Theta Punkt gibt es schon, das kann man noch vortun, aber der Cosinus ist natürlich ein Minus Sinus. Und das braucht man. Deswegen kommt da dann Minus Sinus Phi minus Theta L Omega Quadrat raus. Minus vom Hinteren, da ist eh alles richtig, Cosinus Phi minus Theta mal L Alpha. L kürzen wir auch noch. Was ich schon kürzt habe, ist das durch Sinus Phi. Weil links ja 0 steht, kann man das durch 1 durch Sinus Phi gleich rauskürzen. Und das kann man umformen auf Alpha. Und dann haben wir die Winkelbeschleunigung. Das ist nämlich dann minus Sinus Phi minus Theta durch Cosinus Phi minus Theta mal Omega Quadrat und dann setzen wir noch Omega ein. Dann wird Alpha minus Sinus Phi minus Theta durch Cosinus Phi minus Theta mal Omega steht da oben. Müssen wir einfach alles quadrieren. V Quadrat Sinus Quadrat Phi L Quadrat Cosinus Quadrat Phi minus Theta.